Ja, jetzt zugeschaltet per Skype ist Klaus Petermann. Wer ihn nicht kennt, er ist, ja, was ist er eigentlich? Das kann er uns gleich selber sagen. Erstmal herzlich willkommen, Klaus Petermann. Hallo. Ja, hallo. Ja, Ja. Klaus, was bist du? Ich habe vorher gesagt, du bist eigentlich Kleinkünstler, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu klein gemacht. Stell dich mal ganz kurz vor, vielleicht. Okay, also Klaus Petermann ist klar, ich bin Mundartist und Conferencier und jedem, dem ich das jetzt sage, der sagt, hey, was ist das? Und Mundartist ist ganz einfach jemand, der Mundart und Artist, also Kunst zusammenbringt, also Mundartkünstler in dem Sinne, sächsische Mundart. Ist klar, wenn man aus Sachsen kommt, Schwerpunkt Lene Vogt. Und da biete ich ganz verschiedene Programme an zu allen möglichen Anlässen. Und Conferencier, klar, derjenige, der ein bisschen mit Augenzwinkern Veranstaltungen moderiert, so ein bisschen noch ein paar Anekdoten oder auch kleine Gedichte reinbringt, um das ein bisschen heiterer zu gestalten. Gänsesächsisch ist eines deiner Programme, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ne? Gänse. Genau. Ja, jetzt haben wir aber einen aktuellen Anlass, und zwar, wir haben in Sachsen, ja nicht nur in Sachsen, in ganz weltweit die Corona-Krise oder die Corona-Situation, wie auch immer man sagen möchte. Und das hat ja gerade die kleinen Künstler extrem, wie soll man sagen, getroffen, weil Aufträge sind weggebrochen. Du bist ja auch alleine für dich unterwegs, und du hast ja sicherlich jetzt auch gerade gar keine Auftritte, wenn, nee, geht ja gar nicht mehr. Ja, nee. Und wie ist das für dich jetzt, das Leben, sag mal, das berufliche Leben? Es ist auf Null gefahren im ersten Schritt. Welche Situation bist du gerade? Ja gut, man hat natürlich eine Planung fürs Jahr oder fürs Jahr und fürs Quartal, je nachdem, wie langfristig Verträge, Aufträge reinkommen, Buchungen reinkommen. Und da ist natürlich jetzt erstmal alles auf Null gefahren, was den März und bis Mitte April betrifft. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie kann man mit den Auftraggebern zusammenbleiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine riesengroße Resonanz und Solidarität auch unter den Leuten, die gebucht haben, die dann sagen, ja, wir wollen das später nachholen, jetzt runde Geburtstage oder irgendwelche Events, jetzt nicht im Moment Geld bringt, aber so eine innere Zufriedenheit bringt, das kommt ja irgendwo. Die Leute stehen uns bei und sagen, wir wollen das trotzdem mit euch gestalten. Andere Sachen, die öfters gebucht werden, wie Veranstaltungen in Seniorenheim etc., die werden einfach nachgeholt. Also da ist man auch im engen Kontakt mit den Auftraggebern, mit den Veranstaltern. Und um dann noch so ein Sahnehäubchen drauf zu machen, ich habe das letzte Woche bei Facebook gepostet, weil das wirklich ein ganz geiles Gefühl gibt. Eine Veranstaltung für April ist abgesagt worden und im Oktober verlegt. Das ist schon fix. Und die Leute, die mich gebucht haben, die wollen mir diese Woche die Gage schon überweisen. Also, das Viele heißt, Leute auch so weit denken. Was machen die Leute? Andererseits ist man natürlich jetzt erstmal so, boah, was mache ich denn jetzt? Auf der einen Seite ist natürlich erstmal finanziell ein Einbruch da. Da muss jeder für sich gucken, was habe ich für Rücklagen, kriege ich das hin? Andererseits ist das eine spannende Zeit, um jetzt Dinge auch zu tun, die man so ein bisschen vor sich hergeschoben hat. Also da ist noch ein Buchprojekt, da ist eine neue CD zu machen, da sind neue Programme zu machen, wo man jetzt auch mal Zeit hat und die eigentlich auch nutzen sollte, um solche Dinge vorzubereiten. Ja, wenn ich das mal zusammenfasse, so, also du hast jetzt, man hat, als Kleinkünstler hat man jetzt schon das Problem, dass es gerade eigentlich im Prinzip fast gar nichts kommt, bis auf wenige Ausnahmen, die halt sagen, sie wollen das Geld jetzt schon überweisen, und da kommt es halt wirklich auf die persönlichen Rücklagen drauf an. Aber ganz faktisch kommt es bei dir, kannst du gerade auch keine Rechnung stellen, richtig? Nö, nö. Nee. Also du kannst Und jetzt gar nichts machen, du kannst jetzt keine Einkünfte erzielen. Das Einzige, wo ich jetzt nochmal in die Werbung gehen werde, so Mitte der Woche, ich habe ja noch eine CD, wo ich jetzt mal werben werde, da muss ich mir natürlich nochmal ein bisschen was Gutes überlegen. Nicht so Hilfe rettet den Künstler, ich verkaufe jetzt meine CD, sondern einfach sagen, pass auf, wenn ihr den Künstler helfen wollt, ich habe eine CD, wer will, der kann die kaufen und das bringt uns auch, oder mich in dem Falle, auch ein Stückchen weiter. Ja. Wie hast du Kontakte zu Künstlerkollegen? Wie geht's denen? Also, ich denke mal, der Grundfakt ist überall gleich. Es ist nur die Frage, wie man damit umgeht, wahrscheinlich. Ja, und es ist so, ich habe gerade vorhin mit einer Künstlerin gesprochen, die ist eine Malerin,
wie gesagt, ich arbeite einfach weiter, weil die jetzt nicht, die kriegt noch ein bisschen Unterstützung, aber die sagt, ich habe so viele Projekte abzuarbeiten für Galerien, die jetzt erst im zweiten Quartal, im zweiten Halbjahr bestückt werden, wo Ausstellungen laufen, die Arbeit weiter. Bei anderen kann ich mir gut vorstellen, dass die tatsächlich irgendwo in ein Loch fallen. Und das Dritte ist ja, nicht alle Künstler, die jetzt in dem Bereich Kleinkunst, was immer das so ist, aber wir wissen, wovon wir reden, sind ja hundertprozentig selbstständig. Also ich kenne ganz viele, die das nebenbei machen, die Ja. also noch arbeiten gehen, die also noch seriös irgendwo arbeiten, noch einen Job haben. Vielleicht ist das gar nicht so wild. Andererseits gibt es natürlich auch Künstler, Künstlerinnen, die ich kenne, die jetzt gerade eine neue CD rausbringen wollen, wo die das schieben. Klar kann man die CD rausbringen, aber da fehlt die Veranstaltung dazu, wo alle jetzt umdenken sind, aber auch ein reger Austausch erfolgt bei Facebook, über Instagram, aber auch per E-Mail oder WhatsApp, wo man sich einfach auch mal was schreibt, Mut gibt. Da kann man momentan gar nicht machen. Man kann einfach sagen, hey, ich bin da, wenn du mal quatschen willst, dann ruf mich mal an. Treffen ist ja auch wieder blöd. Ja. Dann vielleicht schon wieder so in die Zukunft guckt, was kann man machen, wenn das zu Ende ist? Ja. Gemeinsam irgendwas machen, wo man sich mal präsentiert, wo man wieder Schwung reinkriegt, wie immer war. Da ist jetzt auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja. Was machst du außer Nachdenken in der Zeit, in dieser wirklich diesen Zwangsstillstand, diesen Runterfahren, was wir gerade erleben? Was machst du außerhalb dessen? Lange schlafen vermutlich vielleicht oder? Also, es ist auch eine Zeit, die sollte man einfach ganz konsequent mal nutzen, Ja. um sich zu entspannen, zu erholen. Also, meine Frau ist jetzt im Homeoffice, also da sind wir auch zusammen und werde auch ein bisschen, haben wir schon gesagt, wir wollen jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, wenn das Wetter so ist, dass man einfach mal rauskommt, nicht nur in der Hütte hängt. Dann muss man gucken, was macht die Familie ringsherum. Ich betreue noch meine Mutter, die ein bisschen pflegebedürftig ist, da muss ich jede Woche mal hinfahren. Da müssen wir gucken, wie geht es mit den Enkelkindern, was machen die Eltern im Job, kann man da noch was helfen? Ansonsten ein bisschen lesen, das, was noch so ein bisschen rumliegt an Sachen für meine Arbeit, aber auch mal ganz andere Sachen, wo man sagt, ich habe da noch eine Biografie oder ich habe da noch ein schönes Buch, das wollte ich schon immer mal lesen. Einfach mal die Zeit nutzen, um ja, ein bisschen abzuspannen. Und dann wird man schon wieder kribbelig und sagt, wann ist das vorbei, wann geht es weiter? Naja, geht es mir ein bisschen ähnlich. Also ich bin ja auch fast immer alleine hier im Büro, weil wir das versucht haben, wirklich im Büro ein bisschen zu minimieren, auch aus Sicherheitsgründen. Und zu Hause habe ich jetzt auch mal mit meiner Frau angefangen, das Arbeitszimmer mal neu einzurichten oder mal endlich richtig einzurichten, ne? Dass es noch ein bisschen schöner ist als Arbeitszimmer. Aber so, weil bis jetzt hat mir immer nur Schreibtisch nur gereicht im Arbeitszimmer, ne? So ist halt Ja. einfach. Wann hättest du denn rein theoretisch, also ob wir wissen auch, dass diese Zahlen wahrscheinlich eventuell noch Makulatur sind, aber wann hättest du denn theoretisch den nächsten richtigen Auftritt? Theoretisch hätte ich jetzt am Freitag den nächsten Auftritt. Ja. Nee, sogar am Mittwoch. Also Mittwoch hätte ich schon im Altenheim, also es ist eh gecancelt. Jetzt hätte ich Freitag Sonnabend Auftritt und dann auch die nächste Woche, Wochenende. Also Ja. im Schnitt habe ich ja in der Woche ein, zwei, drei am Wochenende, die jetzt Ja. abgesagt sind, verschoben werden. Und da passieren das Sachen, wie gesagt, manche buchen das dann später und sagen, wir machen das. Andere sagen, wir machen da gar nichts mehr, weil einfach die Planungssicherheit fehlt. Und ja, da muss man einfach gucken. Mich haben Ja. auch Leute jetzt in der Zeit gebucht für Mai, Juni. Alles unter der Option, wenn das da nicht ist, dann machen wir nichts. Ja. Also es ist so, dass die Leute also auch optimistisch sind und sagen, naja gut, also das kann ja nicht ein halbes Jahr gehen. So Ja. ist es so, aber die haben ja auch Familiengeburtstage oder silbergoldene Hochzeit, wo die auch planen wollen. Und da macht man halt unter Vorbehalt schon mal Verträge und sagt, gut, wir hoffen, dass es dann weitergeht. Ich sag mal, das hoffen wir, glaube ich, auch alle. Was hältst du von den Hilfsprogrammen, die jetzt so von Liquiditätsdarlehen oder sowas ausgegeben werden, auch für gerade kleine Einzelunternehmer, Selbstständige? Ist das die Lösung aus deiner Sicht? Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, weil man muss ja jetzt gucken, wie stark war mein Einkommen vor der Krise,
kann ich dann Einkommen erzielen, dass ich das auch wieder zurückzahlen kann. Also es ist ja erstmal grundsätzlich, soll es ja Darlehen sein. Gegebenenfalls wird es auch dann nicht als nicht rückzahlbar eingestuft. Aber wenn ich im Vorfeld schon schwierig war und wenig Umsatz hatte, dann jetzt ein Darlehen aufzunehmen, dann bin ich ja noch mehr im Druck. Wie kriege ich das zurückgezahlt? Ja. Klar, wer jetzt nicht kann, der muss irgendwas machen. Andererseits kann man natürlich auch Chancen nutzen. Je nachdem, wie man jetzt aufgestellt ist, hat man Büroprobenräume. Was macht man mit dem Vermieter? Wie kann man mit denen sprechen, dass man dort Stundungen erfährt oder der Vermieter ist kulant und sagt, ich erlasse dir meine Miete. Dass man also da auch Geld spart, was man jetzt nicht hat, was man zwingend ausgeben musste. Was sagt das Finanzamt dazu? Was sagen eventuell die Krankenkassen dazu? Wenn man da nichts zahlt, dann muss man halt mit den Leuten auch mal reden. Das ist das Wichtigste. Nicht nur in der Krise, sondern immer, wenn man irgendwo finanziell ein kleines Problem kriegt, rede mit den Leuten. Gucke, dass die dir vielleicht auch helfen. Ja, ich frage jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen philosophisch, Jedem. noch als letztes Kapitel so unseres Gesprächs. Ist das nicht eine schöne Phase, auch mal zur Ruhe zu kommen? Also, es ist ja, wenn man so will, ein bisschen jetzt in Zwangsruhe kommen. Ist das nicht vielleicht sogar mal gut für unsere Gesellschaft? Ich bin jetzt mal so provokant. Absolut, ich habe letztens gesagt, ich bin gespannt, wie sich die Gesellschaft entwickelt aus der Krise heraus, wie wir danach aufgestellt sind. Natürlich gibt es auch jetzt Meckerer und Verschwörungstheoretiker und alles, aber ich habe das Gefühl, dass das sehr, sehr viel abgenommen hat, dass die Menschen viel stärker zusammenrücken. Ob das in sozialen Netzwerken ist oder auch beim Einkaufen. Ich war vorhin einkaufen, es ist so entspannt und geordnet, da stehst du als Zehnter 20 Meter vorm Discounter und alle halten Abstand. Die Security da, jeder begrüßt dich ordentlich, das finde ich eine ganz andere Stimmung unter den Leuten, eine gute Stimmung sogar. Und da könnte man schon ein Stückchen aus dieser Krise mitnehmen. Das wäre wünschenswert. Ja, ich würde sagen, mit diesem positiven Schlusswort ja, entlassen wir dich in die Ruhephase. Genau. Und ja, das ist Klaus Petermann. Er ist Conferencier, Kleinkünstler, Mundartkünstler. Und da habe ich jetzt, glaube ich, nichts Vergessen. Und ich würde sagen, ich wünsche dir eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald. Und ich wünsche auch allen und mit den Worten natürlich, bleibt alle schön gesund und tschüss.